an alle. Wir sind heute auf der Rigma Rigmas, ganz nach dem Motto, oft gesehen, nie besucht. Und wir sprechen gleich mit dem Geschäftsführer, Herrn Stratenschulte. Und der wird uns ein bisschen über das Schiff führen und uns auch ein paar Dinge zeigen, die man vielleicht als Besucher sonst nicht so oft sieht. Hallo erstmal. Moin, sagt man in Hamburg. Und wer Moin Moin sagt, ist schon ein Schwätzer. Das Schiff ist 121 Jahre alt, 1896 in Bremerhaven gebaut. Nur bis zum Ersten Weltkrieg, bis 1916, als deutscher Frachtensegler gefahren, war danach 40 Jahre Segelschulschiff der portugiesischen Marine und ist 1983 nach Hamburg zurückgekehrt. Und nach einer etwa vierjährigen Renovierungs- und Restaurierungsphase liegen wir seit 1987 hier an den Landungsbrücken an diesem Platz. Wie viele Besatzungsmitglieder hatte denn so ein Schiff? Als wir Frachtensegler waren und unter deutscher Flagge 3000 Tonnen Fracht transportiert haben, hatte dieses Schiff 24 Mann Besatzung. Und wenn ich Mann sage, meine ich übrigens wirklich Mann. Frauen und Blumen an Bord bringen Unglück. Und wenn man früher einem Kapitän einen Blumenstrauß überreicht hat, dann konnte einem das sehr wohl passieren, dass der den genommen hat und hat ihn über Bord geworfen. Ob die mit Frauen das Gleiche gemacht haben, wissen wir nicht. Wir können es aber auch nicht ausschließen. Merke, Frauen und Blumen haben wir nichts zu suchen. So ist es. Wir gehen mal nach unten. Gerne. Wir sind jetzt im Prob. Können Sie mir diesen Namensursprung mal erklären? Das kommt aus dem Lateinischen, von Puppis, das Heck, weil die Schiffe des Kapitäns und der Offiziere traditionell schon seit Jahrtausenden immer am Heck der Schiffe waren. Die erste Reise der Rigma Rigmas ging nach Saigon. Und die hat 12 Monate gedauert, von Bremerhaven aus nach Saigon und wieder zurück. Wir haben also zum Beispiel Petroleum nach Fernost transportiert und auf dem Rückweg Reis mitgebracht, weil die Familie Rigmas Anfang des 20. Jahrhunderts sehr clever war. Reis war da ein Modenahrungsmittel. Wir sind weltweit, soweit wir das wissen, das einzige Schiff, was mit einem vierjährigen Jungen als Galionsfigur gefahren ist. Da hat der Besitzer der Werft damals 1896 entschieden, das nächste Schiff, was bei uns vom Stapel läuft, wird auf den Namen meines jüngsten Sohnes getauft. Und der hieß Rigma Rigmas. So kommen wir zu diesem etwas merkwürdigen Namen. Dann gehen wir jetzt mal ins Hospital, wo man sonst als Besucher nämlich nicht reinkommt. Was können Sie uns dazu erzählen? Die Medikamente, die hier zur Verfügung waren, waren sicherlich sehr begrenzt. Also ich sehe da diese große Flasche Rizinusöl. Das war garantiert gegen alle Arten von Gebrechen die beliebteste Medizin. Und besonders schön finde ich diese Zahnarztbohrer, die da mit diesem Fußpedal. Sagen Sie Bescheid, dann müssen Sie nur auf diesem Stuhl Platz nehmen und dann muss ich das ein bisschen justieren und dann können wir sofort loslegen. Ich glaube, ich verzichte, aber lieben Dank. Ja, finde ich aber schade. Wir gehen jetzt nach unten in den Bauch des Schiffes. Mhm. Was werden wir hier vorfinden? Also ein Deck tiefer finden wir das Restaurant und noch ein Deck tiefer finden wir das Museum. Ich war hier sogar schon mal auf einem Rundgang, aber hier war ich auch noch nie. Wir folgen jetzt mal in den schönsten Raum der Rigma Rigmas, den man... Wow, sonst einfach so nicht betreten kann. In diesem Raum sind viele schöne kleine Essen und Feierlichkeiten. Und darüber hinaus vermieten wir den an Gäste, sagen wir mal, die das zu schätzen wissen. Und in diesem Raum hat auch schon mal Bundeskanzler Schröder mit Präsident Putin zu Mittag gegessen. Das ist das Ausstellungsdeck. Wir haben hier zwei Ausstellungen parallel. Einmal hier auf der Steuerbordseite eine Ausstellung zum 225. Jubiläum der Wasserschutzpolizei Hamburgs. Auf der anderen Seite haben wir eine Ausstellung über 5 Generationen Unternehmerfamilie Rigmas. Die Rigma Rigmas ist prinzipiell fahrtüchtig. Also Sie könnten jetzt jeden Tag hier wegschippern oder ginge das nicht? Nein, so nicht. Heute sind wir ein Dauerlieger. Das heißt, es ist schon in den 80er Jahren entschieden worden, dass dieses Schiff nicht in Fahrt gehalten wird. Theoretisch, wenn wir, sagen wir mal, die Segel der Gorch Fock bekämen und eine trainierte Mannschaft, könnte man innerhalb von ein paar Wochen diese alte Dame auch wieder in Fahrt bringen. Dauerliga ist, sag ich mal, auch ein Wort, was mich beschreiben würde. Hühner und Schweine gab es immer an Bord als Lebendverpflegung. Und die Portugiesen mit ihren etwa 220 Mann Besatzung hatten natürlich noch einen ganz anderen Verpflegungsbedarf. Die haben also auch ganze Rinder mitgenommen, die dann unterwegs geschlachtet und verzehrt wurden. Wenn man
jetzt die Rigmarigmas besuchen möchte, wann sind die Öffnungszeiten? Was können Sie dazu sagen? Also das Schiff ist 363 Tage im Jahr geöffnet. Wir haben nur am 1. Januar und an Heiligabend geschlossen. Ja, dann vielen Dank, Herr Stratenschulte. Ja. Und vielleicht bis zum nächsten Schiffsbesuch. Ja.